So, geht das so? Ja, wunderbar. Tag, ihr Menschen. So, heute will ich ein bisschen über das hier reden. Und das hier. Och, da ist eine Box mit reingerutscht. Die soll eigentlich gar nicht hin. Egal. Ja, über meine Bildstörungssammlung. Das ist eine Firma. Wie nennt man sowas? So ein Unternehmen, das spezielle Filme auf Blu-ray und DVD rausbringt. Fangen wir damit an. Soll ich chronologisch vorgehen, wie ich das alles erlebt habe und so? Ja, könnte ich mal machen. Und zwar fing alles an, dass ich irgendwann mal Arte schaute und einen ganz, ganz seltsamen Film sah. Und das war Marquis. So, ohne Blendung bitte hier. Und den habe ich sehr, sehr lange gesucht, bis ich ihn dann hier auf Bildstörung gefunden habe. Und zwar ist das über Marquis de Sade. Und das ist ein Film, der doch schon mit einer sehr gehobenen Sprache, aber auch mit sehr vulgärer Sprache arbeitet, der auch mit sehr viel Sex arbeitet, auch mit sehr viel SM und so und Intrigen Deluxe. Und hier ist Marquis de Sade, wie er mit seinem Geschlechtsteil spricht. Und das hat auch ein Gesicht hier, das sieht man. So sieht das Geschlechtsteil aus und der spricht dann auch und so weiter und so fort. Und ich kann dem nur beipflichten. Hier, dieser Film ist herrlich. Ein grotesker, obszöner, wilder, ordinärer, surrealistischer Traum des schwarzen Humors. Das ist so. Leider nur auf DVD, aber es ist ein geiler Film. Und er ist halt mit Schauspielern, die allerdings solche Masken tragen. Und es ist geil. Ich finde den Film sehr gut und ja. Das war so der Anfang, wo ich gedacht habe, ah, Bildstörung macht sowas. Okay, da ist mir das aber noch nicht so richtig aufgefallen. Und dann, was habe ich mir dann gegönnt? Ich glaube, dann kam schon, ja, dann wurde halt so erwähnt von Helge Schneider und so. Oder ein Kollege von mir, der andere Plattensammler, hat gemeint, ja, der Heilige Berg, sehr cool und sehr psychedelisch und bla bla bla. Und dann habe ich mir den angeguckt und ja, habe dann so gedacht, so, beziehungsweise ich habe mir gekauft und dann angeguckt. Weil das sind halt so Filme, die findet man nicht so auf Amazon Prime oder gut, mittlerweile schon. Aber ich weiß nicht, ob der Heilige Berg bei Amazon Prime ist. Bei Amazon Prime war irgendwas anderes von Jodorowsky oder auch sowas in der Richtung. Ja, egal. Das ist die Kulissen allein hier. Das sind Hammerkulissen. Der Film, der ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt jedes einzelne Ding da versteht auf Anhieb. Es gibt bestimmt Leute, die da irgendwas hineininterpretieren können, dass irgendwas auch Bedeutung hat und hier und da. Er hat bestimmt einen sehr viel tieferen Sinn, als ich ihn zu ergründen in der Lage zu finden bin. Aber egal, es ist auf jeden Fall schön zu gucken. Es ist schön aufgeteilt mit diesen Leuten da. Sind es sieben oder so? Keine Ahnung. Und dann der Schluss, ja, bla bla bla. Ist alles schon sehr toll. Hat auch viele sehr beeinflusst und so weiter. Viele Filmemacher. Ein cooler Film. Also muss ich schon sagen. Aber es ist halt kein Film, den man so konsumiert, wie halt die wenigsten von Bildstörungen. Das sind halt alles so spezielle Filme. Da muss man schon irgendwie Bock drauf haben und eine bestimmte Einstellung zu filmen. Dann habe ich mir später irgendwann noch El Topo geholt. Das ist, glaube ich, der Debütfilm von Alejandro Jodorowsky. Ja, das Problem bei Jodorowsky ist, was ich bis jetzt so gesehen habe, ist immer, der geht irgendwie komisch mit Tieren um. Hier werden Dutzende von Hasen irgendwie sind da am Verrecken und das geht mir nicht ab. Ich weiß nicht, das muss nicht sein. Aber ja, hier ist zum Beispiel, hier werden Frösche in die Luft gesprengt und das ist, weiß nicht, das ist so eine Sache. Deswegen mag ich auch diesen Cannibal Holocaust nicht. Also, das geht gar nicht. Also, zum Glück ist der Typ in den Knast gekommen. Also, der Film, da würde ich auch niemals Geld für ausgeben oder keine Ahnung. Nee, muss nicht sein. Das ist kein Film wert, finde ich jetzt mal. Naja, aber ja, El Topo. Ja, war jetzt nicht so der Brüller und ja, aber war schön mal den zu gucken. Jo. Und ach so, was ich ja noch erwähnen wollte, gerade hier so mit Amazon Prime oder Netflix oder so.
Ich kaufe mir halt gerne Blu-rays, weil ich nicht darauf angewiesen sein will, ob jetzt Amazon Prime oder Netflix oder sonst irgendjemand die Teile im Programm hat. Weil es passiert ja ganz schnell. Wir wissen ja in diesen Zeiten, wo dann Sachen auf einmal politisch so ein bisschen unkorrekt sind oder keine Ahnung, die passen dann halt nicht mehr ins Programm oder keine Ahnung, sind dann zu brutal oder ne, und hier und da und dann sind sie ruckzuck weg und ein Stück Kulturgut ist dann weg oder man kommt nur schwer dran oder in schlechter Qualität. Deswegen lege ich Wert drauf, bestimmte Filme auf Blu-ray zu haben. Auch wie zum Beispiel bei Ghibli-Filmen zeitlang war, die hast du halt sonst nirgendwo angucken können. Hast du die DVD gebraucht oder die Blu-ray? Deswegen habe ich mir die dann auch zugelegt und hier genau. Und ich will die halt gucken, wann ich will, in bestmöglicher Qualität. Und deswegen sammle ich auch Blu-rays. Weil bei Streaming, da gebe ich gebe ich keine Garantie drauf, dass das immer so verfügbar ist, wie man das haben will. Auch nicht, wenn man die Dinger kauft. Also, da gibt es schon Sachen, die sind halt gelöscht, wo die Lizenzen weg sind. Und dann hat man den gekauften Film auf einmal nicht mehr und das Recht darauf auch nicht mehr. Das ist halt so eine Sache, ne? Deswegen, gut, Blu-ray ist halt noch nicht ewig, ne? Aber ist ja egal. So, dann will ich über einen Film reden, der das Ganze jetzt mit Bildstörung ins Rollen gebracht hat, wo ich richtig dann dabei war zu sammeln, wo ich gedacht, boah, da musst du dich mal reingraben in das Dingen, in diese Bildstörungssache. Und zwar ist das Marketa Lazarova. Ich habe damals den Trailer gesehen. Den Trailer habe ich, wie habe ich immer geguckt, nach der Heilige Berg oder Marquis oder so und was es da für Trailer gibt. Und dann kam der hier halt irgendwie. Keine Ahnung, wie das war. Oder ich habe Bildstörung abonniert gehabt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Trailer allein schon hat mich tief beeindruckt. Wo ich, oh, cool. So ein richtig geiles Black Metal Feeling. Hier in dem Film ist auch überall, wo man den Film anhält, kann man ein Black Metal Cover draus machen. Ist geil. Hier der beste tschechische Film aller Zeiten. Gut, so viele tschechische Filme kenne ich nicht. In Tschechien, beziehungsweise in der damaligen Tschechoslowakei gab es ja diesen Frühling, so wie die Nouvelle Vague oder wie das hieß, in Frankreich und so, wo halt so neue experimentelle Filme aufkeimten und es so einen richtigen Boom gab. Und das hier war, glaube ich, davor. Oder war mittendrin, weil da gibt es auch noch tausend Schönchen und hier hätten wir noch Valerie und so, das ist alles so, ja. Allerdings finde ich Valerie irgendwie, da bin ich irgendwie nicht so reingekommen. Ich finde auch die Darstellerin ist sehr jung und ja, da passieren halt auch, ich halt, gut, das ist so ein Film, wo ich dann sagen würde, das könnte sein, dass er irgendwann vom Markt verschwindet, weil, ja, ich weiß nicht, wie alt die Hauptdarstellerin da ist, aber es kommt halt auch Nacktheit vor dem Film. Das ist halt so, fragwürdig, ne? Aber zurück zu Marketa Lazarova. Ich verliere mich hier immer in Seitenhieben, gell? Der Film, wow. ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass es mein Lieblingsfilm ist oder einer meiner liebsten, aber immer wenn ich den gucke, ist das ein Erlebnis, weil das Schauspiel ist eigen. Das ist so, ich mag die Sprache, der ist halt original mit Untertitel. Und das ist, finde ich, in dem Falle auch gut, weil dieses Tschechisch hat so eine geile Phonetik. So, das ist irgendwie so, geil. Ich mag das. Ich wollte auch eine Zeit lang, habe ich gedacht, so, vielleicht sollte ich mal Tschechisch lernen oder so, weil das so cool rüberkommt. Die Musik ist geil, die Kamera ist der Hammer. Also ich liebe den Film allein schon wegen der Kamera. Dann ist der Schnitt sehr seltsam, so ungefähr wie bei Pulp Fiction, also so zeitversetzt mit zeitversetzten Kapiteln. Man muss den echt zweimal gucken, um sich irgendwie da orientieren zu können. Aber ja, dann sind auch noch die Kulissen, die wow, so originalgetreu sind, wie man das nach dem Stand der Wissenschaft vom Mittelalter aus irgendwie so nachvollziehen konnte. Und das ist alles dreckig und mit Fellen und so. Und vor allem benutze ich sehe manchmal in Mittelalterfilmen, wie sogar so arme Leute dann Kerzen da stehen haben, was, soweit ich weiß, im Mittelalter gar nicht der Fall war, weil die armen Leute haben Kienspan benutzt. Und hier sieht man,
wie der Herr hier, der eine da, also der halt auch eine relativ wohlhabende Familie hat, na, die sich halt so durch das Leben stehlen und ja, betrügen und so, die machen halt Licht mit Kienspan. So wie sie es früher gemacht haben, mit Ketten, Kienspan drüber, dann brennt das Ding vor sich hin und so weiter. Das ist wirklich, hier sind auch Dokus dabei, die, oh, das ist so ein Film, der hat so eine Magie. Das ist auch, ich würde sagen, wer so Black Metal atmen will, wer so Ästhetik von Bildern mag oder so Fotografien auch. Das ist halt Bewegtbild, aber es sind halt, wer so heidnische Sachen mag, so Black Metal halt im Allgemeinen, dann ist das hier ein richtig, also Wahnsinn, geil. Ich liebe diesen Film, der ist Hammer. Der ist so Hammer. Der hat auch meine Sicht auf Film generell so verändert. Das war wie so ein Erwachen, wo ich gedacht habe, boah, sowas gibt's? Das war, als ob ich vorher noch nie einen Film gesehen hätte. Das ist komplett andere Welt. Das ist Hollywood. Oh, ich wollte diesen Namen nie wieder in den, dieses Wort nie wieder in den Mund nehmen, aber egal. Ja, egal. Also man hört schon raus, ne? Marketa Lazarova hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ja, und da habe ich halt gedacht so, da muss ja halt ein bisschen mehr dich jetzt mal hier reinkramen. Das war genau wie bei Worship Tapes, wo dann so ein, zwei Veröffentlichungen waren, wo ich gedacht habe, ah, cool, und dann musst du dich dann halt ein bisschen mehr damit beschäftigen. Gut, dann kommen wir jetzt mal, hören wir mit der Chronologie mal auf und befassen uns mal mit, zum Beispiel, Es ist schwer, ein Gott zu sein. Ein russischer Film, der einfach nur dreckig und bäh, der einfach nur dreckig ist und irgendwo, das ist leider nicht hier. Irgendeine Kritik war geil, als ob einem über, wie lange dauert der, über die gesamte Filmlänge gegen den Augapfel hämmert. Und das kommt so hin, das ist so ein dreckiger, verrotzter, verschissener, brutaler, wirrer Film. Das ist irre, der ist so irre. Und man muss echt bei dem Film aufpassen, damit man weiß, wo man dran ist. Das ist 177 Minuten dauert der und der ist echt nicht einfach zu schlucken. Das ist wirklich wow. Das ist auch nicht so ein Kultfilm, so, oh, jetzt nehme ich mal Drogen oder Sauf ein und dann gucke ich mir den an. Nee, das ist schon, da brauchen wir schon einen wachen Geist und vor allem Interesse an diesem Film. Und das ist wow. Das ist Hammer. Das ist ein cooler, also cool. Also, aber speziell halt, ne? Dann hätten wir hier noch eine DVD, der Leichenverbrenner. Da habe ich damals auch gedacht, ah, ich weiß schon, was das sein wird. Der wird halt Leichen verbrennen und rummorden und so. Aber es kommt ganz anders. Es kommt noch perfider und es ist, wow, der ist. Die ersten paar Minuten, die sind so Hammer geschnitten. Das sind so fließende Übergänge, wo die Szenen wechseln. Und das, ich habe echt gedacht, bin ich jetzt dabei? Keine Ahnung. Das sieht aus wie so ein moderner Schnitt, ist aber von 1968 und das ist so gut. Die Hauptfigur ist so, die ist Wahnsinn. Zum Beispiel so ein bezeichnender Satz ist, schade, dass diese Blumen nicht aus Plastik sind, sonst könnten sie noch im Winter blühen. So ist, das ist so, das ist. Wow, der hat mich schwer beeindruckt auch. Das ist ein richtig cooler Film. Und er geht auch viel anders, als man denkt, dass er geht. Und es wird alles noch viel schlimmer, als man denkt. Und das ist, ja, Faschismus hier, bla bla. Das ist schon, ich finde den gut. Natürlich werden die meisten, die den sehen und irgendwie Hollywood oder was weiß ich was für Filme gewohnt sind, werden sagen, ach, das ist scheiße. Aber ja, dann ist das halt so. Dann sehen die das halt so. So, dann drehe ich das mal um, weil Komma und Sie will ich zum Schluss haben. Hätten wir Luz oder Luz, ein deutscher Film, soll ein Horrorfilm sein. Ja, der ist schon, den habe ich mir gerne angeguckt. Bild war cool, die Schauspieler waren geil. Aber ja, man merkt halt, dass es ein deutscher Film ist. Er ist sehr minimalistisch mit den Kulissen und so. Aber schon, ja. Aber hätte ich mir jetzt nicht kaufen brauchen, aber ja, ich habe ihn jetzt halt, ne?
So, cool. So, dann hätten wir Wobald Boys. Da will ich jetzt nicht so viel darüber sagen, weil das ist schon ein sehr spezieller Film. Der ist sehr sexuell und wirft so einiges an Konventionen über Bord. Ich muss noch mal gucken, um irgendwie. Das ist schon was für sich. Also, wenn man einen Film, ich meine, ich gucke ja schon viel verrückte Filme, aber der da war einer der Filme, wo ich gedacht habe, ja, okay, ja, das könnte selbst mir dann irgendwie in vielen Momenten zu weit gehen, aber es ist halt, das ist, ja. Hätten wir hier Entertainment und The Comedy, habe ich von meiner Ex-Frau geschenkt bekommen, die hat den sich eigentlich gekauft. Aber war wahrscheinlich auch ein bisschen zu trocken für die, keine Ahnung. Oder es reicht eigentlich, wenn man die einmal gesehen hat. Obwohl, ich hätte noch Bock, die zu sehen, weil die sind schon, ja. Ja, sind zwei amerikanische Filme, die halt so eine spezielle Art von Humor haben. So ein ganz trockener Humor. Und die waren beide, fand ich, cool. Obwohl ich, glaube ich, Entertainment fand ich besser. Der ist halt so fremdschämmäßig, der eigentlich auch, aber der ist wieder so drüber, dass er halt, Hammer, ja. Ist halt auch sehr speziell, ich kann da auch nicht sagen, was da so ein bisschen, ja, da ist, ja, Helge Schneider kann man nicht sagen, aber es ist so, nee, es ist so, ja. Kennt ihr Napoleon Dynamite? Das hier ist so die erwachsene Version davon, würde ich sagen, so. Runtergekühlt und so weiter. Das hier ist so, ja, komisch. Aber find die cool. Also ist jetzt keine Scheiße. Also ich mag die. Dann hätten wir einer meiner liebsten deutschen Filme, wo ich echt gedacht habe, oh, ein deutscher Film, soll ich das holen? Habe ich lange mit mir gehadert, ob ich den wirklich kaufen soll und den Trailer immer wieder angeguckt und dann habe ich mir den gekauft und ich war echt begeistert, kann man so sagen. Weil er ist wirklich bizarr. Da müsste auch irgendwo, steht es da irgendwie, als ob David Lynch einen Helge Schneider-Film machen würde oder so. Steht irgendwo drauf. Nee, hier nicht. Dann ist das wahrscheinlich im Trailer. Geil. Schauspieler geil. Das Set geil. Die Kulissen geil. Sehr minimalistisch. Soll einen Bunker spielen zu einer unbestimmten Zeit und. Keine Ahnung, ein sehr derber Humor und ja, wer David Lynch und Helge Schneider mag, dieser Film, der wird euch gefallen, 100 Pro. Das ist geiles deutsches Kino. Kommt so ein bisschen theatermäßig rüber, obwohl das, ja, das ist Hammer. Das ist Hammer. Das sind die Filme aus Deutschland, wo ich sagen würde, geil. Aber die kennen halt die meisten nicht und werden halt nicht irgendwo gezeigt auf ZDF oder keine Ahnung wo. Also nicht, dass ich wüsste. Und das ist halt, das ist der coole Scheiß. Das ist der coole Scheiß. So, dann hätten wir hier The Eyes of My Mother. Da habe ich mir auch das Poster geholt. Und das ist so eine Art Psycho-Horror, kranker Schwärmer von einem Film. Das in Schwarz-Weiß und wow, da spielt sich so einiges im Kopf ab, muss ich sagen. Das ist schon derb, was da psychologisch abgeht und was da passiert in dem Film. Und oh, diese Szene ist Hammer. Die ist auch sehr geil gefilmt von oben. Die ist ich. Hier wiederum vielen Dank an meine Ex-Frau, die mir diese Spezialedition gegeben hat. Ich habe ihr die normale Edition dafür dann gegeben. Sie wollte die irgendwie nicht mehr so, weil ich auch das Bonusmaterial noch sichten wollte, weil der Film beim zweiten Mal gucken hat er mich noch mehr beeindruckt. Da fand ich den noch geiler. Und das ist halt ganz speziell und ganz finster und wow, der ist ja, sehr cool. Oh, Holla. so, dann kommen wir zu Komm und Sieh. Den wollte ich eigentlich noch mal ein zweites Mal gucken. Allerdings mit meiner
besten Freundin, mit der ich sehr gerne Filme gucke, weil die so einen ähnlichen Filmgeschmack hat wie ich. Allerdings habe ich sie schon vorgewarnt, dass der schon ziemlich derb ist und schon die Anti- bzw. die Kriegs- bzw. Antikriegsthematik schon anders anfasst als normale, reguläre Filme aus den USA, Großbritannien oder weiß was ich woher. Das ist halt ein russischer Film. Wow, der geht wirklich unter die Haut, weil er mit verschiedenen Mitteln arbeitet. Schauspieler schauen einen zum Beispiel oftmals direkt an. Am beeindruckendsten ist der Hauptdarsteller. Der spielt, als ob das alles real wäre. Also, wow, dem seine Performance, Wahnsinn. Hammer, das ist sowas von beeindruckend. Der Film, der ist so geil. Ich mag vor allem auch die Farben von diesen russischen Filmen. Die haben irgendwie so, weiß nicht, so eine eigene Körnung. Und das Grün, das finde ich so geil, so lebendig. Und die russischen Filme, die haben auch diesen gewissen Dreck, den die amerikanischen Filme nicht haben. Amerikanische Filme, die sind immer irgendwie so poliert, auch wenn sie im Dreck spielen oder so, aber als ob das irgendwie so. Es gibt diesen 1917 zum Beispiel, wo die Kamera so durchfährt. Das ist irgendwie poliert, finde ich. Im Gegensatz zu dem hier, wo man wirklich auf die Füße guckt, wenn man den Film sieht und denkt, so stehe ich jetzt im Dreck selbst, oder? Weil da kommt so viel rüber. Das ist so gut gemacht. Dieser Film, wer sich wirklich mal einen richtig, richtig guten Antikriegsfilm angucken will, das hier ist so der super Geheimtipp, beziehungsweise der ist eigentlich unter Cineasten, ist der schon bekannt. Das Schauspiel ist Hammer, das Sounddesign ist Hammer. Gut, hier muss auch eine Kuh sterben während des Films, also auch ein richtig. Ist nicht so schön anzugucken. Ja, aber das ist ein Film, der sehr wertig ist, der die Thematik, die er behandelt, rüberbringt, weil auch die Beteiligten, ich glaube, der Kameramann und auch der Regisseur selber waren Partisanen im Zweiten Weltkrieg und haben solche Sachen hautnah auch mitbekommen. Es geht halt um so eine Wehrmachtseinheit, die durch Weißrussland zieht und Dörfer, also die Bevölkerung von Dörfern vernichtet. Und da ist er dann halt mit da drin und will halt zu den Partisanen. Die schieben ihn dann aber zuerst mal ab, weil er zu jung ist. Und dann kommen er halt solchen Leuten in die Quere und so weiter. Es ist sehr desillusionierend mit der Chlorifizierung von Krieg und so. Das ist wirklich, wow, das ist ein Meisterwerk. Das sollte man echt mal gesehen haben. Obwohl es, ja. Macht euch nichts vor, das ist ein harter Film, das ist ein sehr harter Film. Der bewirkt einiges, außer man hat irgendwie kein Herz oder so oder keine Empathie. Dann ist das ein Film, wo ihr euch freut, euch lustig drüber äußert und so weiter, aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Hier ist neu angekommen, Meisterwerke von Andrzej Tarkowski. Und da muss ich mich demnächst mal reingucken. Was habe ich schon gesehen? Solaris, ja. Ist natürlich nicht vergleichbar mit Sci-Fi-Filmen aus Hollywood, sondern geht mehr so über, ja, ist halt wie so ein Buch lesen. Man muss sich halt ein bisschen was vorstellen. Die Kulissen sind halt so, ja. Aber es ist trotzdem, ich fand den zuerst so, ah, will ich das da wirklich angucken? Es ist so, ja, ist irgendwie jetzt nicht so toll, aber dann, wenn man darauf achtet, was die Menschen dann sagen, was gesprochen wird, was so vermittelt wird, was so der Unterton von diesem Film ist, gerade bei Solaris hier, dann ist das schon sehr beeindruckend. Das wirkt auch nach. Und ja, das ist schon cool. Stalker habe ich immer nur als Bild geguckt beim Training und Musik drüber gelegt, aber den will ich dann halt auch mal in richtig gucken. Weil es soll laut vielen Cineasten der beste Sci-Fi-Film aller Zeiten sein. Neben Odyssee im Weltraum. Aber der ist ja auch ganz langsam. Stalker ist, glaube ich, noch langsamer als Odyssee im Weltraum. Der 2001, ihr wisst. Und so weiter.
Aber hört eh nicht auf das, was ich sage, weil ich bin ja auch kein Experte oder so. Ich gebe das nur wieder, was ich irgendwie in meinem Kopf ausgrabe, was ich denke, was ich irgendwo mal gehört habe. Ja, und ich bin mal gespannt auf die Qualität. Es wurde auch schon gesagt, Amazon Reviews, dass da irgendwie die Filmqualität jetzt nicht so besonders wäre bei einigen, aber das sehe ich ja dann. Weil hier an Tarkovsky-Filme so ranzukommen, ist auch so eine Sache. Die kosten halt viel und da muss man auch aufpassen, was für eine Version. Dann sind es nur italienische Untertitel und bla bla bla. Deswegen habe ich mir das da jetzt mal gegönnt. Ist zwar nur DVD, ich wollte halt Blu-ray haben. Aber naja, wird schon. Aber hier auch das Bild von Stalker war auf YouTube allein schon, war schon richtig geil. Kann man sich auf YouTube angucken, hat deutsche Untertitel. Ja, muss man halt nur Geduld haben und jo. Ich denke mal, auf dem großen Bildschirm kommt das auch ein bisschen besser. Schauen wir mal, wie das so ist. Und ich mag halt solche Filme, die halt so ein bisschen anders sind, ein bisschen ruhiger. Und das war's. Ja, viel Spaß und Freude und so weiter. Tschüss.